Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Ja, beim letzten Mal haben wir verzweifelt versucht, Pooh dazu zu kriegen, mit seinen Freunden zu reden, unter anderem Rabbit, mit dem wir aus irgendeinem Grund nicht kommunizieren können. Wir haben es immerhin schon geschafft, ihn dazu zu bringen, mit Ferkel zu sprechen, was schon mal ein Start ist. Also können wir ja anscheinend die gesamten Gebüsche und Blumen verprügeln, um mehr Morgi-Punkte zu kriegen. Interessant. Puh, kannst du bitte aus dem Karren kommen? Bär, komm hierher, bitte. Oh mein Gott. Warum? Danke. Kann ich irgendwie das Gemüse verprügeln, damit Rabbit irgendwas tut? Anscheinend nicht. Ich bin noch etwas verwirrt, wie zum Teufel man Pooh dazu kriegt, mit Rabbit zu interagieren. Na, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Oh, was soll ich bloß tun? Pooh, würdest du bitte? Warum muss der 100-Morgen-Welt immer so dermaßen bescheiden sein? Ah, ich habe Luftballons kaputt gemacht. Jetzt fühle ich mich fast schlecht. Hey, Pooh, guck mal, hier sind ein paar Luftballons. Geh mal zu den Luftballons. Nicht zu dem Loch. Pooh, kommst du bitte... Pooh. Beweg dein Hintern hier rüber. Pooh. Nimm die Luftballons. Danke. Yay. Es hat was getriggert. Ich bin zutiefst beeindruckt, dass alles mal funktioniert hat. Uhu, alles in Ordnung, Pooh. Ich hatte riesigen Spaß, Eule. Aber das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Warum benutzt du nicht einen Ballon, um deine Freunde zu suchen? Gute Idee, junger Mann. Aber problematisch wird es, sobald ihr sie findet. Wenn ihr eure Freunde gefunden habt, wie kommt ihr dann zu ihnen hinunter? Ein Ballon folgt dem Wind. Darauf hat man keinen Einfluss. Was, wenn ihr eure Freunde suchen würdet, aber der Wind brächte euch nicht zu ihnen? Ich würde sie lieber weiter suchen, statt sie zu finden und uns nicht erreichen zu können. Da ist was Wahres dran. Wenn ihr jemanden finden wollt, dann am besten zu Fuß. Es kann sehr spannend sein, dort auf einen Freund zu stoßen, wo man ihn am wenigsten erwartet. So geht's mir auch. Immer wenn ich mal wieder irgendwo Honig finde. Ich war mir gar nicht sicher, ob das Komma da richtig war oder nicht. So habe ich den Satz anders gelesen, als der gedacht war, glaube ich. Die Einstellung lobe ich mir, Pooh. Man muss immer auf Trab bleiben und suchen. Huhu. Okay, Eule. Das werde ich tun. Ich kann es kaum erwarten, den Honig zu finden. Keine Sorge, ich helfe Pooh, seine Freunde zu finden. Hervorragend. Hier habe ich etwas, was eure Suche beschleunigen wird. Cool. Was kriegen wir denn Schönes? Noch mehr verwirren? Examinator erhalten. Okay. Pooh. Warum? Warum das Loch? Guck mal, hier hinten ist Honig. Nee, er geht zum Honig. Währenddessen kann ich ein paar Morgi-Punkte sammeln. Friss du mal. Bär. Und dann kommen wir hier rüber. Wir vernichten mal ein paar Ballons. In der Hoffnung, dass Pooh dann nicht von den Ballons abgelenkt wird. Wenn sie nicht da sind. So viele Morgi-Punkte. Da liegt sie sich einfach pennen. Ich glaube das nicht. Naja, mehr Morgi-Punkte für mich.
Was hätten wir, dass ich nachher den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss, um Rabbit zu holen? Der aus irgendeinem Grund nicht getriggert ist. Puh, hör auf, dich die ganze Zeit hinzusetzen. Renn mir hinterher. Du faules Stück. Ich fühle mich enorm an Dampay aus Majora's Mask erinnert. Der dann auch die ganze Zeit hinterher rennen muss. Man aber nicht zu weit vorgehen darf, ansonsten bleibt er einfach irgendwo hängen. Das erscheint mir hier sehr das Ähnliche zu sein. Kann ich dieses Schild lesen, bitte? Nein, anscheinend ist die einfach nein. Ich kann mich aber Tigger in den Weg stellen. Der Puh, komm mal her. Wie kriege ich jetzt Tigger dazu anzuhalten? Wer weiß. Kriege ich Puh dazu, auf einen von den Baumstämmen zu rennen? Kriege ich Puh dazu, aus dem Baumstamm rauszukommen? Ja, wunderbar. Okay. Ist ein großartiges Puzzle, nicht wahr? Falls denn überhaupt ein Puzzle ist. Aber Tigger. Irgendwie muss man noch mit sowohl mit Tigger als auch mit Rabbit interagieren können. Die Frage ist nur wie. Ich meine, ich habe nicht so viele Knöpfe zur Auswahl. Ich habe den Springen-Knopf, ich habe den Angreifen-Knopf und ich habe den Puh-Rufen-Knopf. Und keiner davon tut irgendwas. Außer, dass der Puh-Rufen-Knopf dafür sorgt, dass ich Puh rufe. Ich kann leider das blöde Schild nicht lesen. Das würde mir vielleicht sagen, was ich tun muss. Vielleicht muss ich einfach nur Puh zu dem Schild kriegen. Das ist offensichtlich auch nicht die Antwort gewesen. Warum ist das so unnötig kompliziert? Ich nehme Puh erstmal weiter mit. Puh, danke. Ich freue mich schon darauf, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Nein, Puh, hör auf, die Schmetterlinge anzugucken. Puh, hör auf, die Schmetterlinge anzugucken. Puh, hör auf. Warum? Warum ist dieses Spiel so, wie es ist? Hey, wir haben IA gefunden. Immerhin das. Immerhin haben wir einen guten Charakter gefunden. Ich habe das Gefühl, das müsste ich irgendwie an IAs Schwanz rankommen können. Aber das wollte er bis jetzt auch noch nicht. Schau mal, vielleicht kommt das in der Cutscene. Hey, IA. Ohne meinen Schwanz bin ich nur ein halber Esel. Okay. Puh, kannst du irgendwas mit dem Schwanz anfangen? Weil irgendwie komme ich da nicht dran. Obwohl ich ein Meisterspringer bin. Warum kann Puh nicht irgendwie automatisch mit dem interagieren? Warum ist dieses Spiel so, wie es ist? Warum hängt Puh jetzt in IA fest? Danke, Puh, danke. Okay, hier hinten ist noch mehr Zeugs. Das ist unter anderem ein Honig. Bienenstock. Okay, das hat den Schwanz runtergeholt. Alles klar, macht Sinn. Oh, mein armer Kopf. Herzlichen Dank, Puh. Oh, dir auch herzlichen Dank, IA. Aber wofür? Dafür, dass du gegen den Baum gerannt bist und mir meinen Schwanz zurückgebracht hast. Ich war doch bloß auf der Flucht vor diesen Honigbienen. Ich wollte doch nur ein bisschen von dem Honig kosten. Ach, wirklich? Naja. Aber du hast mir trotzdem geholfen. Ich dachte auch, in dem Baum wäre Honig. Hätte sie nie gedacht, dass wir da deinen Schwanz finden. Verstehe.
Es war also nur ein Versehen. Niemand würde mir absichtlich helfen. Aber danke trotzdem an euch, Pooh und Sora. Ich habe mich nie vorgestellt, woher kennt ihr meinen Namen? Gern geschehen, ja. Hier ist was für euch. Hey, schön gut, ja. War ja bloß ein Versehen. Ja, aber das hier fiel mit meinem Schwanz zusammen herunter. Mein versehentliches Dankeschön. Was gibt's denn Schönes? Fesseln gelernt! Klar, warum auch nicht? Gut, dass wir kein Menü haben, wo ich die Sachen nachlesen kann. Was werde ich gerade alles gelernt haben? Puh. Komm hierher. Folg mir. Okay, mehr Schilder, die ich nicht lesen kann. Warum kann ich nicht mit Schildern interagieren? Ah, da kletterst du rauf, oder? Er hat es zumindest versucht. Okay, kannst du auch darauf klettern? Anscheinend nicht. Oder will es einfach nicht. Aber ich kann diese Holzpflöcke in den Boden rammen, aus Gründen. Und es dauert 5-mal länger, als es müsste. Ach komm, hier ist ein bisschen Honig. Kannst du nicht mal wieder... aufladen. Ach so, diese Pöller in den Boden zu rammen ist ja hochspannend, muss ich schon sagen. Okay, wahrscheinlich musste ich nur mit diese Welt verlassen? Nein. Nein. Hör auf. Okay, also hier hinten sind auf jeden Fall keine mehr von Poohs Freunden. Also müssen wir für Tigger und IA anscheinend nochmal zurück. Oder so. Rennen wir einfach nochmal zurück. Schauen wir mal, was wir so bei denen finden. Kann sich nur um Stunden handeln, bis der Berber wieder zurückgerannt ist. Ich sollte erstmal nochmal komplett mit Rabbit reden. Weil ich habe hier schon mehr als einen Karren an den Seiten gesehen. Ich frage mich wirklich, warum ich mit den Schildern nicht interagieren kann. Warum stehen da Schilder, wenn da nichts draufsteht? Beziehungsweise wenn ich nicht damit interagieren kann. Okay, anscheinend müssen wir auch dieses Loch irgendwo was mit tun. Das ist schließlich... Schritte dran. Okay, ob ich Pooh hier mit irgendwas interagieren lassen muss? Möhren, Kohl, Zwiebeln. Ja. Du hast da Kohl. Da steht Möhren drauf. Ja, ist wirklich verwirrend. Kann ich damit irgendwas machen? Ich kann nach reingehen, ja, aber ansonsten auch nichts. Das war Eule. Mit Eule haben wir schon interagiert. Ich dachte, die Fußstapfen sind noch relativ offensichtlich. So irgendwas bei Tigger in der Nähe, womit Pooh vielleicht interagieren kann. Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Außer ihnen halt noch mehr Löcher reinfallen zu lassen. Das kann ja eigentlich nicht die Lösung des Ganzen sein. Ich muss das doch Tigger nachmachen, dann müssen wir auf die Dinger alle drauf springen. Puh, komm her. Woo. Okay, das hat fast funktioniert. Na, bringen wir ihn anscheinend erstmal zu dem Loch, wo Fußstapfen reinführen. Er kratzt sich erstmal am Schädel. Puh, nein, nein. Du brauchst gerade keinen Honig. Komm hierher. Puh, hörst du auf?
Es dauert immer so ewig, wenn du erstmal noch frisst. Ach, kannst du aufhören, dir die Schmetterlinge angucken zu wollen? Puh, meine Fresse, ist das nervig. Hab ich da gerade was hier in dem Loch gesehen? Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas aufblitzen sehen. Anscheinend nur ein paar Luftballons. Ah. Das ist die Frage, kann er hier mit irgendwas interagieren? Er kann anscheinend nicht auf die Blöcke drauf klettern. Muss er gleich bei den anderen wahrscheinlich nochmal versuchen, ob er da nicht im Kreis springen kann, dass er sich landet auf den Blöcken, statt wie gerade eben immer beim letzten Sprung wieder neben zu springen. Komm, hol dir deinen blöden Honig. Ich will, dass du deinen blöden Honig holen, danke. Okay, dass wir hier so springen, scheint überhaupt nichts zu tun. Das wäre meine andere Vermutung gewesen. Der kann ich nicht hauen. Na komm, Puh. Wir schleppen mal wieder langsam zurück. Ist das nicht eine spannende Welt? So viel Abwechslung und Spaß und überhaupt. Wo kommst du gefälligst hier hochgelaufen? Fahr mal das Loch, wo die Fußstapfen reingehen. Vielleicht finden wir hier Gopher. Nee, aber Ruh. Okay, vielleicht ist Ruh das Mittel, das wir brauchen, um mit Tigger reden zu können. Oh, bist du das, Ruh? Was hattest du denn in dem Loch zu suchen? Na, ich war auf der Suche nach Tigger und bin hineingeplumpst. Oh, warum bist du dann nicht wieder herausgehüpft? Ich wollte warten, bis Tigger vorbeikommt. Und wenn er dann in das Loch fällt, wäre ich schon drin und könnte ihn überraschen. Das klingt doch lustig, oder nicht? Aber was, wenn er gar nicht reinfällt? Ich glaube, Tigger würde einfach über das Loch hinweghüpfen. Daran hatte Ruh nicht gedacht. Ehrlich gesagt, habe ich langsam keine Lust mehr darauf zu warten, dass er hineinfällt. Statt auf ihn zu warten, könntest du doch ihn doch einfach suchen gehen. Stimmt, das ist eine tolle Idee. Übrigens, das hier habe ich in dem Loch gefunden. Nimm es. Oh, was gibt's denn Schönes? Ein Elixier. Na wunderbar. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich war mir relativ sicher, dass man hier in der Welt ein Elixier kriegt. Ich wusste nur nicht mehr wo und wie. Ich dachte gerade schon, Puh, geht zu den Blumen und geht an den Blumen schnuppern. Und dass das irgendwie noch ein Event ist, weil er so schnurstracks darauf zugelaufen ist. Puh, kannst du bitte den blöden Honigtopf reden? Ich will wirklich wissen, wie zum Teufel mit Tigger interagiert. Aber was muss man von dem doch auch kriegen? Genauso wie von Rabbit auch. Kann ja nicht sein, dass die beiden nichts tun. Das wäre schon ein bisschen komisch. Dann sehe ich erstmal nochmal unten an dem. Ich weiß, ich laufe sinnlos hin und her, aber jetzt sehe ich nochmal unten an dem. Naja, fall ruhig in das Loch. Das ist mir jetzt auch egal. Fall da rein. Mein R-Knopf geht mir sonst noch kaputt. Von vielen hin und her drücken. Komm, fall von mir so auch in das Loch hier noch rein. Puh, hast du gefälligst auf sitzen zu bleiben? Meine Fresse. Beweg mal deinen Hintern. Blob. Da kommt er langsam hin und her getrappelt. Das ist die Frage, ob sich jetzt Ruh irgendwie unten hin bewegt hat. Anscheinend nicht. Damit hatte ich jetzt irgendwie gerechnet. Eigentlich. Doch, hier ist doch Ruh.
Herumrüffen bringt nichts. Man muss es richtig machen. Okay. Flup. Okay, er ist von einem zum nächsten gesprungen. Oh, das hat auch funktioniert. Das hat auch funktioniert. Ah, und dafür kriegen wir jetzt Tigger. Wunderbar. Hoho, ihr habt also Lust, mit Tigger durch die Gegend zu hüpfen. Naja, sowas in der Art, ne? Oh, hast du mich hüpfen sehen? Das hat mir Sora beigebracht. Oh, du hast es raus, Kleiner. Aber du machst es noch nicht ganz richtig. Wie meinst du das? Huhuhu, es reicht nicht, Tigger nachzuahmen. Egal, wie sehr dir mein Hüpfe gefällt. Du musst dir eigene Hüpfe ausdenken und deinen eigenen Stil finden. Ich bin Tigger. Und du bist du. So macht es Spaß. Wir wollten, dass du uns bemerkst. Deshalb hatte ich Puh nachgemacht. Na, verstehe. Wenn ihr Tigger hüpfen sehen wollt, sagt das Zauberwort. Es geht los. Oh, wie glücklich er ist. Und? Wie mache ich mich? Ja, niemand hüpft besser. Ja, in der Tat. Puh, macht mich bloß nicht nach. Nee, das ist schwierig. Ja, ne? Fünfte Extremität fehlt so ein bisschen. Zumindest, ne? Egal. Entwickelt euren eigenen Stil, wenn ihr Hüpfmeister wie Tigger werden wollt. Huhuhu. Schau mal, Sora. Tigger hat was fallen lassen. Warten auf Eden gelernt. Okay. Und damit fehlt uns hier so noch Rabbit und vor allem sind die ganzen blöden Pöller wieder aus dem Boden raus. Na wunderbar. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich nachgeschlagen habe, wie zum Teufel man mit Rabbit interagiert. Und dann werden wir mal den 100 Morgenwald abschließen, weil diese Welt so toll ist. Bis dahin. Aloha.